Ost-Berlin, die Heimat des ehemaligen Stasi-Clubs BFC Dynamo. Zu DDR-Zeiten der Lieblingsverein von Erich Mielke und 14-mal Meister. Heute als FC Berlin versunken in der relativen Bedeutungslosigkeit der Regionalliga Nordost. Für Schlagzeilen sorgt nur noch der Anhang des Vereins, die berüchtigten BFC-Hools. Wir sind auf dem Weg in den Bezirk Marzahn. Eine typische Plattenbausiedlung aus der Zeit des real existierenden Sozialismus. In den 70er Jahren am Reißbrett geplant für mehr als 150.000 Menschen. Das größte Wohnbauprojekt der DDR und noch heute die größte Neubausiedlung des Vereinigten Deutschlands. Hier lebt ein Großteil der BFC-Hooligans. Und hier sind wir heute mit einigen Mitgliedern aus der Szene verabredet. In Marzahn treffen wir auch Dr. Bodo Wild. Der Soziologe hat die Hooligan-Szene mehr als 4 Jahre lang von innen studiert und seine Erfahrungen und Erlebnisse in seiner Doktorarbeit zusammengefasst. Titel: Fußballfans und Hooligans. Dass Fußballfans und Hooligans in den Topf geworfen werden, dem muss man klar widersprechen. Es sind zwei völlig verschiedene Formen des Lebens und der Lebensanschauung. Fußballfans sind meistens der Familie eher verhaftet und haben auch eine große Vereinsbindung, eine große Identifikation mit dem Verein. Währenddessen Hooligans suchen einfach den Ort des Stadions, um auf sich aufmerksam zu machen, um zu provozieren. Die Tribüne wird zur Bühne gemacht. Die Offensivreportage über die BFC-Hools aus Berlin-Marzahn. Die Hooligans sprechen über ihre Motive, die Lust auf Gewalt und Provokation. Das ist ein Erlebnis, das kann man nicht beschreiben. Das ist Adrenalin pur in den Adern. Das ist Spaß ist das. Innenansichten aus der gewalttätigsten Szene der Republik. Gleich in der Offensivreportage. Der Bezirk Berlin-Marzahn. 65.000 Plattenbauwohnungen, 300 Kilometer Asphalt. In den 70er Jahren am Reißbrett geplant und aus dem Boden gestampft für mehr als 150.000 Menschen. Das größte Wohnbauprojekt der DDR und heute die größte Neubausiedlung der Republik. Auf einen Quadratkilometer Fläche leben hier mehr als 5.000 Einwohner. Marzahn, Heimat der Hooligans vom BFC Dynamo, heute FC Berlin. Die PDS ist die stärkste Partei im Bezirk Marzahn. Nur ein Sitz fehlt den SED-Erben im Bezirksparlament zur absoluten Mehrheit. Für die Schlagzeilen sorgen andere, die Hooligans vom BFC. Landläufige Meinung, Fußballverbrecher, Gewalttäter, rechtsradikale Kriminelle. Wir wollen wissen, welche dieser Einschätzungen den Kern der Sache trifft. In diesem Haus sind wir mit einigen Mitgliedern aus dem inneren Zirkel der Szene verabredet. Um unsere Informanten zu schützen, verzichten wir auf Bilder, die ihre Privatsphäre zeigen. Diese Bitte haben wir bei unseren ersten Vorbesprechungen akzeptiert. Die vollständige Identität unserer Gesprächspartner ist der Offensivredaktion bekannt. Na, Hooligan wird man daraus, indem man irgendwann zu einer Mannschaft geht, zu der man steht. Man lernt Leute kennen, die ein bisschen Fun haben an Auseinandersetzungen. Und mit denen geht man irgendwann mal mit, wenn man alt genug ist. Entweder wollte man zugehören und dann musste man irgendwie sich dazu bereit ringen, eben das mitzumachen, was passiert ist. Und wenn man es nicht wollte, konnte man aussteigen. Aber mir hat es gefallen. Und deshalb habe ich es weitergemacht. Und ich hätte auch jederzeit sagen können, ich habe keinen Bock auf sowas. Dann hätte ich mir andere Freunde suchen müssen. Hatte keine Lust drauf, weil ich im Privatleben mit den Leuten alle so super ausgekommen bin. Und da hilft jeder jeden. Und das ist halt der ganze Spaß an der Sache, dieses Zusammenhalten eben. Wie in einer großen Familie. So, für mich ist das Abenteuer.
so wie damals meinetwegen bei der Ritter oder sowas, losgehen mit Riesenschlachten auf dem Schlachtfeld. Nicht jetzt unbedingt der Kampf Mann gegen Mann, sondern auch mal ein Kampf unausgeglichen mit einer kleineren Truppe, sich erhalten. Das muss nicht immer der Sieg sein. Also allein wenn man jetzt mit ein paar Mann steht, sich gegen eine gute Truppe schlägt, selbst wenn man ein paar bei voller Glocke kriegt. Aber einfach der Kick mit der Masse, mit den Leuten, mit denen man zusammensteht, Nord und United Match sich zu liefern, Abenteuer, Fun. Also Sport kann man sich ja auch ein bisschen nennen, aber wie gesagt, es ist mehr so, man will raus aus dem Alter, ein bisschen was erleben. Das kann man nicht beschreiben, das ist einfach Wahnsinn, als ob man aus dem Flugzeug rausspringt und überlegt, kommt man nun heil an oder kommt man nicht heil an. Und eben dieses, das eben auszutesten, was passiert, und das ist es. Da schaltet man eigentlich ab. Das ist, alles was um einen passiert oder so, das kriegt man nicht mehr mit. Da ist man nur noch voll konzentriert auf diesen Augenblick und... Wie gesagt, da kann man nicht beschreiben, das Gefühl, das ist einfach nur geil. Ich kann jetzt auch nicht erklären, warum Männer ihre Frauen schlagen. Da kann man nicht sagen, warum die Frau das akzeptiert, wenn sie einen Trümmerbruch hat und trotzdem noch mit dem zusammenbleibt. Das ist einfach so, man sucht sich irgendwie andere Wege, um seine Aggressionen loszuwerden. Und der beste Weg ist natürlich, wenn man Gleichgesinnte trifft. Da spricht ja auch nichts dagegen, oder? Wenn man sich verabredet zum Beispiel für einen Kick und dann sich da trifft und das dann klar macht, dann... habe ich keinen geschadet, der es nicht wollte. Und mir wird auch nie jemand schaden, weil ich ja auch davon ausgehen bin, dass es vielleicht mich auch treffen kann. Dafür komme ich nach Hause und habe auch keine Aggressionen mehr. Ortswechsel. Stefan hat uns angeboten, einen Blick auf Bilder zu werfen, die am Rande einer abgesprochenen Massenschlägerei entstanden sind. Wir folgen ihm in seine Wohnung. Auch hier haben wir darauf verzichtet, Aufnahmen aus seiner Privatsphäre zu veröffentlichen. Polizei und Arbeitgeber würden ihn identifizieren können, Stefan seinen Job im öffentlichen Dienst verlieren. Wir respektieren, dass er unerkannt bleiben möchte. Das ist zum Beispiel eines der besten Matches in letzter Zeit gewesen. Das war beim Spiel Hertha Hamburg. Rand Berlin hat man einen Treffpunkt vereinbart. Günstig gelegen. Das ist aus der Sicht der Hamburger. Die hatten nämlich ein paar Frauen bei gehabt und die haben Fotos gemacht. Die ganze Aktion und weit waren keine Bullen und deswegen konnten wir uns da richtig austoben auf der Wiese. Und war halt eines der günstigsten Dinger gewesen. Hat richtig gut geknallt da unten. Wie seid ihr an die Fotos gekommen, wenn das die Freunde der Hamburger waren? Ja, wie gesagt, man hat ja Connection, wie gesagt, die ganze Aktion war ja auch abgeplant. Man hat ja vorher telefoniert, wo was abgehen könnte, da im Stadion ja nichts mehr los ist. Und da wir mitgekriegt haben bei der Boxerei, dass Frauen von ihnen fotografiert hatten, haben wir dann halt die Woche darauf angerufen, wie es mit den Fotos aussieht, ob sie uns die zukommen lassen können, und das war dann kein Problem halt. Wie ist das Entgelt, haben wir uns die Dinger dann halt zukommen lassen, diverse Ausführungen, fast für jeden, der so mit dabei war. Das ist alles kein Problem, ist auch alles sauber und fair abgelaufen, die ganze Sache. Berlin natürlich. Insbesondere zeitlich nicht in der Lage, dort schnell Kräfte hin zu transportieren, um dort eingreifen zu können. Sowas spielt sich ja dann innerhalb kurzer Zeit, so 5 bis 8 Minuten ab, sehr heftig. Und dann ist die Sache da endlich erledigt. Das Problem ist, dass wir, wie gesagt, von diesen ja konspirativ abgesprochenen Auseinandersetzungen kaum etwas erfahren, wenn dann höchstens durch Zufall. Unsere Informationsgewinnung in der FC Berlin-Szene ist äußerst schwierig. Die Szene hält sich sehr bedeckt und von daher haben wir also lediglich die Kontakte, die durch unsere Szenekundenbeamten bei den Spielen hergestellt werden. Aber die Informationen aus der Szene sind sehr, sehr dünn, um das mal, wie Sie sagten, vorhin flapsig darzustellen, denn die Szene hält sich, wie gesagt, bedeckt. Man sucht sich am liebsten eine Wiese, also eine Enklave, wo diese Kämpfe stattfinden, fernab von Polizei und Kontrollinstanzen. Wenn einer am Boden liegt, dann darf nicht mehr nachgetreten werden. Wenn jemand schwer verletzt ist, was teilweise vorkommt, dann werden Polizeiwagen geholt. Es gibt einige dieser Ehrenkodizes, aber
Problem ist auch, dass sie regelmäßig unterlaufen werden. Und hier vor allem von den Jüngeren, die sich versuchen zu profilieren und hier diese Regeln brechen. Damals im Osten, wenn wir gefahren sind, da gab es soweit nicht, dass irgendjemand ein Messer mit hatte oder eine Baseballkeule. Aber es gab erstmal schon mal keine Baseballkeulen oder Knüppel oder so, das hat eigentlich keinen interessiert. Da wurde gefightet mit den Füßen, mit den Händen. Und das war eben halt das Wahre. Und heutzutage muss man eben wirklich darauf aufpassen, dass man nicht irgendjemandem gegenübersteht, der ein Messer zieht oder der einen Schlagring frei hat oder so weiter. Und damit muss man rechnen, aber da kann man nichts mehr daran ändern. Wenn es zu spät ist, dann kriegt man eine damit und dann kann man sich, sagen wir mal, auch nicht beschweren. Tja, gibt es so Grundkodex, also ich würde sagen, wenn einer unten liegt, dann wird nicht mehr lange drin gelangt und so weiter. Genauso, wenn einer wegrennt, renne ich nicht hinterher und lege eine Falte oder so. Oder wenn vorher jemand ankommt, was schon ab und zu mal vorgekommen ist, und haben gesagt, pass auf Jungs, sieht so aus, wir sind heute bloß mit 15 Mann angereist, irgendwas, die Bullen haben welche weggehaftet und so weiter. Dann heißt das für mich entweder, wir machen dann auch, wir sagen, okay, ihr wollt ein Clean Match machen, dann schicken wir ein paar Mann hin. Aber da heißt das nicht, dass wir jetzt raufgehen und sagen, okay, haben wir mal ein leichtes Spiel, davon haben wir nichts. Und ich möchte sagen, im Großen und Ganzen wird da eingehalten, auf jeden Fall bei abgesprochenen Sachen. Man weiß nie natürlich, wenn ich beim Länderspiel hinkomme oder wenn ich irgendwo hinkomme, wo vorher nicht abgesprochen wurde, wie denn der Mob da drauf ist, der auf uns losgeht. Aber sagen wir mal so, wird schon viel abgesprochen, durch die Bullen geht das heute auch nicht mehr anders, so dass ein Match, wo man zum Spiel einfach hinfährt wie früher und sie sagt, man wird mal sehen, was da abgeht im Stadion oder drumherum, das gibt's nicht mehr, weil da sind die Bullen zu krass drauf, die horchen vorher ab, also normalerweise klappt das davor oder danach, wird unter der Hand irgendwas abgemacht und dann luftet da sein Young und da muss ich eigentlich sagen, luftet immer recht fair ab für die Verhältnisse. Hast du Angst in solchen Situationen? Ich hätte tierisch Angst, abgestochen zu werden oder sowas. Oder irgendwie so verletzt zu werden, dass es mir wirklich ans Leben geht. Aber man hofft immer drauf auf seinen Gegner, dass er genauso viel im Kopf hat wie man selber. Und zu sagen, wir lassen diese Scheiße einfach, wir prügeln uns mit den Fäusten und tragen das untereinander so aus. Und dann, sagen wir mal, man glaubt trotzdem immer noch in der Güte von Menschen. Und das ist bei uns genauso. Man muss durch, wenn es passiert, aber man hofft eben halt, dass der Gegner da man genauso viel im Kopf hat wie man selber. Und ist gut. Ja, wer keine Angst mehr empfindet, der ist ja irgendwie auch kein Mensch mehr, oder? Davon geht jedenfalls aus. Natürlich ist es eine Hemmschwelle, aber das ist halt gerade der Kick, den man haben will, das Adrenalin. Auch mal mit weniger Leute auf einen größeren Mob loszulaufen. Angst gehört dazu. Und das ist normal. Wenn da eine Meute steht, die ist doppelt so groß wie deine Meute oder so, und da gehört Angst dazu, klar. Aber die steckt man weg. Ohne Angst geht da nichts, sonst kann man nicht das volle aus sich herausholen. Wenn man weiß, dass man besser ist und weiß ich, so ganz einfach labidar hingeht und so, dann hat man schon verloren, mehr oder weniger. Also man muss diese Angst haben, auch selbst zu verlieren. Und dann klappt das schon. Wenn ich natürlich vollkommen untrainiert bin und so weiter, dann kann vielleicht passieren, dass ich mal richtig ein paar Dinger kriege und ich breche mir was oder so weiter. Aber ich glaube nicht. Also ich kenne noch keinen weiter aus dem Umfeld mit Leuten, mit denen ich Jahre gefahren bin, wo einer richtig böse, schwer verletzt wurde, also so schnell schlicht sich kein Tod. Eine andere Sache ist natürlich, wenn irgendeine Waffe ins Spiel kommt, womit man leider heutzutage viel mehr rechnen musste. Im Osten gab es sowas ja nicht, wa? Erstmal gab es kaum Läden, wo du irgendwie Waffen oder sowas kaufen konntest und so ein Schwachsinn. Ich weiß noch nicht, was in den Leuten vorher, die damals im Fußball fahren, die haben als Hooligan, haben die Berechtigung verloren. Also ich meine, für mich gibt es immer noch einen Ehrenkodex und für die meisten Leute, die man kennt, also bei den Älteren passiert nichts. Da gibt natürlich irgendwelche Hassjäger. Unsere Erfahrungen beruhen ja auch erstmal auf diesem Ehrenkodex. Wir haben aber Situationen gehabt, ich denke nur daran, dass Hamburger Fans zu einem Bundesligaspiel nach Dresden gefahren sind. Und da soll es einen Zusammenstoß zwischen Hamburger und FC Berliner Fans im Bahnhof Nauen gegeben haben, bei dem also nicht dieser Ehrenkodex bewahrt wurde, sondern man also auch mit Schlagwerkzeugen oder anderen gefährlichen Gegenständen auf die Hamburger Fans bei diesem Umsteigevorgang eingeschlagen haben soll. In der Regel wird dieser sogenannte Ehrenkodex in der Tat nur dann eingehalten, wenn eine Schlägerei zweier Mobs im Vorfeld verbindlich abgesprochen wurde. Das Risiko, auf einen bewaffneten Gegner zu treffen, bleibt bei Straßenschlachten oder dem unvorhergesehenen Zusammenprall zweier verfeindeter Gruppierungen unkalkulierbar. Ebenso kaum vorhersehbar ist die Eigendynamik, die ein Gewaltexzess am Rande internationaler Großereignisse entwickelt.
Die Hooligan-Szenen im europäischen Ausland, besonders ausgeprägt in den Niederlanden, England und Italien, funktionieren nach unterschiedlichen Grundmustern. Hier steht der gewalttätige Exzess im Vordergrund, kein wie auch immer geachteter Ehrenkodex. Das gilt genauso auch für Teile der deutschen Szene. Einen Grund zur Verharmlosung des Phänomens gibt es nicht. Mit Sorge blicken Sicherheitsexperten auf die bevorstehende Fußballweltmeisterschaft in Frankreich. Niederländer und Briten, mit Einschränkungen auch Italiener und Belgier, sind im Sommer der erklärte Wunschgegner für die deutschen Hooligans. Einige haben für die erwarteten Schlachten extra Urlaub beantragt, um dabei sein zu können. Das eine ist der großen Vorteile, dass Hooligans alle arbeitslos sind. Dem ist nicht so. Die gehen einer Arbeit nach, meistens in handwerklichen Berufen, auf dem Bau und schalten einfach am Wochenende komplett von ihrem Alltag ab. Das wird in so einer Episode wird wie eine Mauer gebaut und am Wochenende genau das Gegenteil gesucht. Man sucht das Abenteuer, die Situationen, wo man nicht vorhersehen kann, wie die ausgehen. Und immer eben auch auf der Suche nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit anderen, um die eigene Gruppe wieder zu stärken, um Gemeinsamkeit herzustellen. Mehr als Sport ist das nicht. Das ist einfach nur, das ist schlicht der Sport. Ja. Die Sache an sich, dass man eben für Berlin sich ein bisschen rumhaut. Glaubst du, Berlin legt Wert darauf, dass du dich ein bisschen für Berlin rumhaust? Tja, Berlin, wer ist Berlin? Also sagen wir so, die damit was zu tun haben, die legen schon Wert darauf, aber sonst nehmen wir an, dass der Normalbürger da wenig Wert drauf legt, weil für die sind wir so und so geisteskrank. Seid ihr geisteskrank? Zumindest so ein bisschen? Ja, Gegenfrage, wer ist nicht geisteskrank? Für mich haben die Spießbäuer einen Dachschaden, also das müssen sie schon mir selbst überlassen. Das ist ja für mich, also da hat ja nichts mit Hass oder irgendwas zu tun, sondern das ist einfach eine Auseinandersetzung. Für uns ist das der Kick. Der Kumpel will, ich will, da ist ja keiner bei, der wegrennt, also ich renne keinem hinterher, der da irgendwo abflitzt und schlag in den Schädel ein. Ich bin sonst ein absolut ruhiger Kunde. Die meisten, die mich kennen, denken immer, Mann, bis mich was aus der Ruhe bringt, das dauert ewig. Aber bei so einer Sache weiß ich, okay, ich muss mich wehren. Also wenn ich hier, entweder fahre ich nicht mit, aber wenn ich nichts mache, hauen sie mir die Torte ein, also bleibt mir ja nicht weiter übrig. Also macht man sein Ding und ich weiß ganz genau, mit dem ich mich da befasse oder mit mehreren, da hat keiner Skrupel, also klagt mich keiner an, wenn er vor der Fresse kriegt, ansonsten wäre er nicht da. Mhm. Deswegen, so ein Spießbäuer, der kann wahrscheinlich auch nicht verstehen, warum sie zwei Boxer in den Schädel einhauen, außer dass sie da vielleicht viel Geld für kriegen oder so. Und was denn denen hier im Kopf vorhält, das ist mir auch vollkommen egal. Also das ist wie ein Boxkampf, ja, ganz normal. Und wenn das vorbei ist, ist es vorbei und solange es läuft, macht es Spaß. Und eben halt auch mal zu verlieren, weil das ist eine Erfahrung, die jeder mal machen muss. Und wer nur gewinnt oder wer nur verliert, der ist irgendwie, wird irgendwie dämlich im Kopf. Also beide Sachen kennenlernen, vom Kopf kriegen, vom Kopf schlagen. Also das ist schon eine schöne ganzen Sache. Normaler Mensch, der kriegt sich sonnabends in RTL irgendeinen Boxkampf an und freut sich dann, dass dann die gegenseitig vor die Torte hauen und wir gehen halt zum Fußball und machen das da. Das ist halt für jedermann die Möglichkeit. Der Kick ist für mich persönlich in jedem Fall immer der Zusammenhalt zwischen den Leuten, auch zwischen den einzelnen Gruppen, auch zwischen verfeindeten Gruppen. Was sagen eigentlich deine Umfeld? So Frau, Freundin, Familie, Eltern, Geschwister, wissen die da irgendwas von, was du so tragst? Halt, die wissen im Großen und Ganzen schon, aber die sagen, ich bin krank, das ist nicht normal, was ich mache. Bist du krank? In dieser Hinsicht, ja. Dass Hooligans alle aus asozialen Familien kommen, aus zerrütteten Verhältnissen, Scheidungskinder sind. Das ist zum Teil schon auch der Fall, aber wir haben im Vergleich mit anderen Gruppen, mit zum Beispiel Musikgruppen herausgefunden, dass nicht an und für sich die Tatsache, dass jemand Scheidungskind ist, zum Problem wird, sondern dass darüber in den Familien bei den Hooligans nicht gesprochen wird. Das heißt, man tauscht sich nicht aus von wie wir uns jetzt austauschen und versucht, das für die eigene Lebensgeschichte fruchtbar zu machen, dieses Erlebnis oder irgendwie aufzuarbeiten, sondern es wird suspendiert und dadurch bleibt das Problem. Ich kann nur sagen, von mir aus, ich hatte keine schwere Kindheit, ich bin
im guten Elternhaus groß geworden, hab ganz normal gelernt in der Schule, hab eine Lehre gemacht, hab einen Beruf ergriffen, den ich heute noch habe. Gab es seit 10 Jahren in dem Beruf. Also das muss ich jetzt einen Psychologe fragen, was jetzt falsch ist an seinen Darstellungen über das ganze Problem, wenn es ein Problem denn darstellen sollte für manche Leute. Also ich sehe das nicht so, als ob ich irgendwie krank bin oder was die ihnen erzählen wollen, dass man ein schlechtes Elternhaus hatte, dass man psychisch am Boden liegt und seine Aggression auf andere projiziert oder sonst was für ein Müll, das ist totaler Blödsinn. Also diese Leute, die sich da hinstellen und so ein Kack labern, kriegen zu viel Geld, das ist alles. Die haben nichts anderes zu tun, als im Müll zu erzählen. Ein normaler Mensch wird sich nicht hinstellen und wird sagen, den können wir damit therapieren oder den können wir damit therapieren. Ich habe schon immer, dass sich Leute untereinander geprügelt haben. Das ist auf jedem Dorf so, das ist in jeder Disco so, dass die Disco nicht ab kann oder dass das Dorf nicht ab kann. Und das ist ein Quark und das ist ein Phänomen, das wird nie jemand erklären können, weil der Mensch einfach mal immer noch ein Tier in sich zu schlummern hat und das ist, also... Du bist nicht therapierbar. Nee, bestimmt nicht, nee. Also ich sehe das auch nicht als therapierbedürftig, ganz ehrlich. Die Wendezeit. 1989 brach das politische System der DDR zusammen. Die Gesellschaft befand sich in einem totalen Umbruch. Der Untergang aller bis dahin geltenden gesellschaftlichen Konventionen und die tiefgreifende Verunsicherung aller Autoritäten, von den Eltern bis hin zur Polizei, fiel genau in die Zeit der alterstypischen Rebellion der damals 15-, 16- und 17-jährigen Jugendlichen gegen alle Normen und Werte. Der Effekt der Auflehnung und des Aufbegehrens wurde durch den Untergang des alten Wertesystems nachhaltig verstärkt. Die Jugendlichen begannen, ihre Grenzen auszutesten und stellten fest, dass es scheinbar keine Grenzen mehr gab. Ob Eltern, Sicherheitskräfte oder Politiker, weite Teile der ostdeutschen Gesellschaft hatten in der Nachwendezeit entweder andere Sorgen oder waren mit ihrem langsam, aber sicher aus dem Ruder laufenden Nachwuchs schlicht überfordert. Die älteren Mitglieder der Szene, die schon zu DDR-Zeiten als Skinheads oder Hooligans unterwegs waren, nutzten die allgemeine Orientierungslosigkeit zur willkommenen Revanche mit den verhassten Gegnern der Vergangenheit. Erst mit dem Tod eines Hooligans 1991 in Leipzig rückte das Phänomen in das Bewusstsein der Öffentlichkeit. Die sozialen Verwerfungen der Nachwendezeit können keine Entschuldigung für gewalttätiges Verhalten sein. Um das Heranwachsen einer gewaltbereiten Hooligan-Szene im Osten nachvollziehen zu können, darf dieser Komplex jedoch nicht übersehen werden. Die Brüche in den Biografien wirken bis heute nach. Das war so eine Zeit, da gegen die Bullen eigentlich im größten Teil. Erstmal mit riesen Mobs angekommen von Berlin, da hat sich kaum ein Gegner gestellt. So was gab es eigentlich damals ja nicht, dass sich irgendwie ein Gegner gestellt hat. Weil wenn du da mit 500 Mann ankommst, dann kannst du nicht erwarten, dass sich da 15 Männer gegen den hinstellen. Und wenn du noch ein bisschen Berlin brüllst, dann sind die sowieso weg. Die hängen dann bei Muttern oder was. Fakt war damals, dass es immer gegen die Polizei ging. Die Polizei war ja auch in einer scheiß Situation. Die wussten nicht, ob sie jetzt weiter übernommen werden. Was sie weitermachen können, das waren halt Ostbullen. Und das ist so eine persönliche Motivation von mir raus, halt den Bullen mal was zu geben. Ich fand das einfach immer schau, wenn man auf die Bullen rufen konnte. Das war eigentlich immer das Beste daran. Ne? Das ist ein persönliches Vorurteil, aber dazu stehe ich auch heute noch. Da haben wir keinen Gegner gehabt im Osten. Wo noch die Ostoberliga war, die haben wahrscheinlich nach der Wende alle andere Probleme gehabt, wollten sich ihr Geld beschaffen, ihr Videorekorder, Gatter und was. Auf jeden Fall sind wir zum Fußball gefahren, da gab es keine Keilereien mehr. Wir sind hingekommen, da waren fast keine anderen Fans im Stadion, also ging es letztendlich gegen die Bullen los. Und da haben wir uns, glaube ich, alle richtig mal die Sau rausgelassen und uns mal an dem Start abregiert, der vorher nur auf uns eingeknüppelt hat. Und wenn dann später irgendwie so eine Sprüche kamen, dass das ja die ehemaligen Stasi-Mitarbeiter sind und so weiter, die jetzt irgendwie alle ausrasten, weil sie keinen Job langsam mehr haben und so, da kann ich nur müde drüber lächeln. Da würde ich ein anderes Highlight hervorheben, das fand ich persönlich mega scharf. Das war das erste Spiel, erste FC Union gegen Hertha BSC.
Und im Olympiastadion, ich weiß nicht, wie viele da waren, 50.000, 60.000 Fans. Und wir sind mit 100 BFCern dahin gefahren, haben unsere Sänge losgelassen und hatten auf einmal diese ganze Riesenstadion, die ganzen Menschenmassen waren auf einmal alle gegen uns und wollten uns alle da halb töten. Und wir haben provoziert mit Stasi-Sängen und mit sämtlicher Sachen, so dass wir dann herausgeführt werden mussten und wurden angespuckt und so. Und da haben sie uns in so einen Zaunkessel von der Polizei gesteckt. Da sind noch nur 50 Mann übrig geblieben. Und wir wollten trotzdem Ruf auf die Tausenden, die uns vor den Maul hauen wollten. Und da hat die Polizei bloß gesagt, wir haben ja schon viel von euch BFC angehört, aber dass ihr so kaputt seid, das hätten wir ja selbst nicht gedacht. Das war genau die Anfangszeit, so nach der Wende. Und das war fantastisch, also wie die Polizei sich da hinstellen kann und sagen kann, dass die sowas nie gedacht hätten, dass wir, das war Wahnsinn. Also das fand ich persönlich super scharf. 7 Jahre später sind diese Vorfälle Geschichte. Die Polizei hat sich auf das Phänomen Hooliganismus eingestellt, von Verunsicherung keine Spur. Wir begleiten die Beamten am Rande des Regionalligaspiels zwischen den Amateuren von Hansa Rostock und dem FC Berlin. Mehr als 130 Anhänger aus Berlin werden zu dieser Begegnung erwartet. Der Rest hat es vorgezogen, am gleichen Tag eine Kickbox-Veranstaltung bei Berlin zu besuchen. Gleich am Bahnhof werden die Berliner in Empfang genommen. Auf dem Weg ins Stadion trotten Anhänger und Polizeibeamte relativ gelassen nebeneinander her. Vom einen oder anderen Spruch lässt sich hier niemand provozieren. Und so richtig ernst gemeint sind diese Sprüche wohl auch nicht. Bis hier sieht alles aus wie reine Wochenendroutine. Zur gleichen Zeit im Ostseestadion. In etwas mehr als einer Stunde soll die Begegnung angepfiffen werden. Die Beamten treiben etwa denselben Aufwand wie am Tag zuvor. Da allerdings war das Stadion ausverkauft, es spielte die erste Mannschaft und der Gegner hieß Borussia Dortmund. Nicht nur die Rostocker Polizisten schieben an diesem Wochenende mal wieder Überstunden. Für viele von ihnen ist es das 7. oder 8. Arbeitswochenende in Folge. Pro Jahr wenden die Polizeibehörden rund 700.000 Arbeitsstunden auf, um Ausschreitungen in den Stadien zu verhindern. Die Stadionbesucher werden dabei in 3 Kategorien eingeteilt. Kategorie A sind die ganz normalen Besucher. In Kategorie B werden diejenigen Fans eingeordnet, die unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen eventuell zu Gewalt neigen. Kategorie C bezeichnet den harten Kern derjenigen, die in erster Linie auf Gewalt aus sind. Die angereisten BFC-Anhänger verteilen sich mehrheitlich auf die Kategorien B und C. Bundesweit schätzt die Polizei das Potenzial der gewaltbereiten Stadionbesucher auf mehr als 3.000 Mann. Dazu kommen noch mal fast 5.000 aus der Kategorie B. Das allein jedoch hilft wenig, denn die Mehrzahl der Straftaten wird außerhalb des Stadions begangen. Dennoch, jedes Jahr resultieren aus der Polizeiarbeit zwischen 2.000 und 3.000 Strafverfahren, 6.000 bis 7.000 sogenannte freiheitsentziehende Maßnahmen und Hunderte von Stadionverboten. Momentan sind mehr als 400 solcher bundesweiten Stadionverbote in Kraft. Die Anhänger des BFC haben heute vor allem Lust auf eins: ein Bierchen, eine Bratwurst, einen Auswärtssieg. Die Polizei hat einen relativ ruhigen Tag erwischt. In der Pause wird es dann doch ungemütlich. Aus welchem Grund auch immer ist ein BFCer mit der Polizei aneinander geraten. Bringen Sie ihn zwischenzeitlich in einem Ihrer Autos runter, damit er da aus der Öffentlichkeit verschwindet. Ja, verstanden. Wir werden auf Distanz gehalten. Es ist eine von 4 Festnahmen an diesem Tag. Das entspricht dem Bundesliga-Durchschnitt. Für die absolute Mehrheit der angereisten Berliner aber gilt vor, während und nach dem Spiel keine besonderen Vorkommnisse. Trotzdem hat sich der Ausflug an die Ostsee gelohnt. 3:1 gewinnt der FC Berlin bei den abgeschlagenen Hansa-Amateuren. Für die Polizei geht es nun darum, die Gäste möglichst problemlos wieder loszuwerden. Von links, von rechts,
Von vorne und von hinten werden die 130 Mann zurück zum Bahnhof begleitet. Insgesamt kommen an diesem Tag etwa 2 Polizeibeamte auf einen BFCer. Drei Mann haben sich draußen am Kiosk leicht verspätet. Dank Notbremse werden auch sie den Sprung auf den abgefahrenen Zug noch schaffen. Rostock ist den BFC-Mob wieder los. Tagesbilanz, 4 Festnahmen, 2 leicht Verletzte und ein ganzes Arsenal an neuen linken und vor allem rechten Parolen. Also unserer Erfahrung nach ist das ein gewisser Habitus, der immer wieder an den Tag gelegt wird. Das sehen wir nicht nur im Zusammenhang mit den FC Berlin-Fans, sondern auch in anderen Fangemeinden. Zum Beispiel bei Hertha BSC haben wir es auch festgestellt. Und wir haben also keine konkreten Anhaltspunkte, dass wir sagen können, dahinter steckt eine rechte oder rechtsgerichtete Struktur. Es gibt sicher irgendwo gewisse Berührungspunkte, die vielleicht einzelne aus der Fanszene haben. Aber dass hier sich eine Deckungsgleichheit ergibt, das ist nach unseren Erfahrungen eigentlich nicht der Fall. Die Hooligans muss man erst mal so betrachten, dass sie frei von Überlegungen, völlig ohne Ziel, ohne Zweck einfach da losgehen und sich einfach diesen nicht antizipierbaren Handlungen und Aktionen stellen. Und da geht im Kopf überhaupt nichts dabei vor. Das heißt aber nicht, dass sie Dumpfbacken sind. Aber sie sind nicht im Dienste, diese Aktionismen der Hooligans stehen nicht im Dienste von irgendeiner politischen Überzeugung. Die Embleme und Flaggen, die werden gebraucht, um, wie gesagt, zu provozieren. Das ist aber das Schönste von der ganzen Welt, wenn man andere Leute ärgern kann. Und wenn wir irgendwo hingehen und sagen wir mal, wir sind irgendwo in Dresden, damals zu Ostzeiten, ja, wir waren in Berlin, so, wir haben unsere Bananen gehabt, wir haben unsere Apfelsinen gehabt, also wir haben, sagen wir mal, die anderen Operationen gekriegt haben. Und wenn wir nach Dresden gefahren sind, nach Leipzig, da haben wir uns im Block gestellt, haben mit 20 Pfennigstücken geworfen und haben Lieder gesungen, wir haben Bananen, ihr nicht, wir haben Apfelsinen, ihr nicht. Und das hat schon vollkommen gereicht, die total außer Rand und Band zu bringen, dass jeder Opa, oder jeder normale Fußballfan vollkommen abgerastet ist, diese scheiß Berliner, die machen einen Affen. Und das hat schon vollkommen gereicht, da braucht man nicht mehr Arschloch brüllen oder sowas, da braucht man nur mit, sagen wir mal, Sachen kommen, die eben die Leute ein bisschen an den Nieren näht. Und wo sie merken, ach, die blöden Berliner, die haben alles besser als wir gehabt. Und das hat schon vollkommen gereicht. Das war das Schönste, was ich lieb, diese Gesichter, wenn man die sich denn angekickt haben, wie die so innerhalb von ein paar Sekunden auf glutrot waren und am liebsten jene getötet hätten. So auf die Art, das war alles fantastisch. Ich meine, wenn ich nach Dresden gefahren bin, dann war es schon mal bei uns so, dass wir dann auch mal eine Israel-Flagge gehisst haben, weil gerade da bekannt war, dass sie halt da gerade so einen Aufstand gegen Zuhälter gemacht haben und all so ein Scheiß und dass sie halt ein bisschen nationaler eingestellt waren. Kurz nach der Wende, sag ich mal. Das macht total Spaß, wenn du die Macht hast, sagen wir mal, stehst da im Block und da siehst du welche und die kochen wie die Pest und wollen rüberkommen und da sind Zeugen, sagen wir mal, die Polizei steht dazwischen und das macht richtig Laune. Also das ist das Schönste von der ganzen Welt, also wirklich. Das ist Wahnsinn. Solange Hooligans aufeinander losgehen, hat man es mit dem kryptischen Tatbestand der vorsätzlichen Körperverletzung im gegenseitigen Einvernehmen zu tun. Gerade in der Enge eines Stadions allerdings werden auch immer wieder Unbeteiligte in diese Schlachten hineingezogen. In der Saison 96-97 wurden allein in Deutschland mehr als 300 Stadionbesucher verletzt, 61 Polizeibeamte, 148 Randalierer und mehr als 100 Unbeteiligte. Fakt ist, die jährlich mehr als 300 Verletzten sind auch ein Resultat der Provokation. Aus Hooligan-Sicht muss die Stadionrandale grundsätzlich losgelöst von abgesprochenen Aktionen betrachtet werden. Andere Täter, andere Motive, andere Ursachen. Von außen betrachtet ähnlich schwer nachvollziehbar wie der temporäre Zusammenhalt verfeindeter Hooligan-Gruppen.
Da gibt diverse Leute, die man halt auf dem Länderspiel so grüßt, wo man sich schon freut, schon mal im Länderspiel, ach, da ist mal wieder ein Hotte, den trifft man mal wieder, also gerade durch die ganzen Länderspielbegebenheiten. Selbst wenn man sich ein andermal einen Schädel einschlägt, hat man da noch welche aus Bochum oder aus sonst wo, mit denen man ja nochmal im Länderspiel klein hebt und quatscht und erzählt über Sachen und so weiter, da gibt es schon. Jetzt sind die keine feste Freundschaft, aber dass du da einen Kumpel hast und du sagst, ey, durfte, dass ich den mal wieder treffe und so weiter. Das ist schon Yang und Jäger, möchte ich mal sagen. Ich kann mir vorstellen, dass also gerade die Kollegen, die an der Basis im Stadion oder außerhalb des Stadions eingesetzt werden, dass die also dort teilweise einem sehr gewalttätigen Mob gegenüber steht oder stehen. Da kann sich manchmal schon das Nackenhaar sträuben und man kann zu einem gewissen Frust, glaube ich, kommen. Aber unsere Kollegen haben das also sehr gut in den Griff bekommen. Natürlich gehört dazu auch eine erhebliche Portion Selbstbeherrschung und auch Engagement und auch und Mut dazu. Das muss man sagen. Gleich in der Offensivreportage Lösungsansätze. Wie lässt sich das Problem der gewaltbereiten Hooligans, wenn überhaupt, in den Griff bekommen? Wie kann der Nachwuchs aus der Szene herausgehalten werden? Und was muss geschehen, damit sich ein Hooligan aus seiner Szene löst? Antworten gleich in der Offensivreportage. Die bevorstehende Fußball-WM in Frankreich könnte einen neuen Höhepunkt der Gewalt markieren. Hooligans auf dem ganzen Kontinent fiebern diesem Ereignis entgegen. Auf einen Teil der Jugendlichen nimmt die Faszination der Gewalt eher zu als ab. Auf jeden Aussteiger kommt mindestens ein Nachrücker. Staat und Gesellschaft stehen diesem Problemkomplex weitgehend hilflos gegenüber. Kernfrage: Wie lässt sich die exzessive Gewaltbereitschaft zumindest teilweise eindämmen? Versuche eine Antwort. Wir haben ja die aufsuchende Sozialarbeit des Fanprojektes und auch diese Leute haben es mit Sicherheit sehr, sehr schwer, überhaupt an den harten und gewalttätigen Kern der Fans ranzukommen. Sie können endlich nur versuchen, hier gerade Jüngere davon abzuhalten, in diesen Bereich überzugleiten. Zunächst muss man mal sagen, dass sich die Hooligans sowieso irgendwann aus der Szene lösen. Meistens, wenn sie eine Partnerin kennenlernen und sich dann sozusagen das Problem von alleine löst. Es gibt einige auch, die dann in die organisierte Kriminalität abdriften. Vielleicht abschließend sollte man sagen, dass sich gerade diese Thematik des Hooliganismus uns noch über viele, viele Jahre sicher beschäftigen wird. Denn auch wenn Alte aus dieser Szene herauswachsen, gibt es immer wieder welche, die nachrücken, sodass ich meine, dass wir hier noch etliches zu tun haben. Wo hier der Ansatzpunkt sein kann, um diese Szene zu beruhigen, vermag ich zurzeit nicht zu sagen. Mit Sicherheit alleine kann es die Polizei nicht sein, denn es könnte höchstens ein Bündel von Maßnahmen sein, die irgendwo greifen. Welche wären das? Ich weiß nicht, wie weit der Einfluss des Fanprojektes, des Vereins sein könnte. Ich halte allerdings gerade auf diesen harten Kern diese Einflussmöglichkeiten für sehr, sehr gering. Im Verlauf unserer Recherchen und Dreharbeiten sind wir mehrfach anderen Vorschlägen begegnet. Tenor einbuchten und wegsperren. Ja, das ist die Law and Order Argumentation. Ich glaube nicht, dass das die Lösung sein kann, einzubuchten, im Knast zu sitzen. Das verfestigt ja das Verhalten. Überhaupt Kriminalisierung lässt die Jugendlichen oft da in einen Teufelskreis abrutschen. Und das halte ich für äußerst gefährlich. Wenn ich mal, sagen wir mal, so reif im Kopf bin oder wenn ich meine Familie, sagen wir mal, so unter Dach und Fach habe, dass ich so viel Verantwortung tragen muss, sagen wir mal, dann werde ich mir überlegen, ob ich irgendwo hinfahre und das riskiere, von der Polizei verhaftet zu werden oder das riskiere, meine Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Wenn ich eine gewisse Verantwortung habe, die habe ich bis jetzt noch nicht. Und solange ich die noch nicht habe, brauche ich mir auch um mein Leben keinen Kopf machen. Und ich will später mal, wenn ich älter, sagen wir mal, ins normale Prollalter komme, dann will ich sagen, ich habe was von meinem Leben gehabt. Und ich bin nicht, ich habe nicht mit 20 geheiratet oder bin sonst was, habe dieses Spießerleben gemacht. Ich will von mir, wenn ich 50 bin, mal sagen, ich habe was erlebt in meinem Leben. Auch wenn es nur ein kurzes Leben sein sollte, ich habe was erlebt und es ist viel schöner als ein langes, langweiliges Leben. Was müsste passieren, damit du aus dieser Szene aussteigst? Vielleicht eine Querschnittslähmung.
oder vielleicht später, wenn ich Familie habe oder so, dass man nicht mehr so extrem damit macht, weil man ja dann Verantwortung für gewisse Leute übernimmt. Kalkulierst du sowas ein, dass es passieren kann? Was? Eine Querschnittslähmung. Ja. Kann passieren. Und da hast du keine Panik vor? Ich lebe jetzt und heute. Da denke ich nicht dran. Ja, also wenn ich einen Schlussstrich ziehen müsste oder wenn ich sagen würde, ich wäre jetzt nochmal 16 und ich würde vor der Wahl stehen, dann würde ich wahrscheinlich den größten Teil wieder so machen, weil es war eine richtig geile Zeit gewesen. Selbst wenn der Knast bei rausgesprungen ist und so weiter, ich will die Zeit nicht missen in der Hinsicht. War, man hat viel erlebt. War schon fun gewesen.